Heute erzähle ich euch die Geschichte, wie Jesus geboren wurde. Maria und Josef wohnten in der kleinen Stadt Nazareth in Galiläa. Maria war schwanger und die beiden freuten sich auf die Geburt ihres ersten Kindes. Der römische Kaiser Augustus hat beschlossen, sein Volk zu zählen. Deshalb müssen alle Menschen in ihre Heimatstadt gehen. Entschuldigung, wer bist du? Josef, der Zimmermann. Und was stehst du hier noch herum? Du musst mit deiner Frau in deine Heimatstadt und dich dort zählen lassen. Wo kommst du her? Ich komme aus Bethlehem in Judäa. Ich soll mit meiner Frau dorthin? Sie ist schwanger. Das Kind wird bald zur Welt kommen. Es ist ein weiter Weg. Das schaffen wir nicht. Trotzdem müsst ihr dem Kaiser gehorchen. Macht euch auf den Weg. Ach Maria, hast du gehört? Nach Bethlehem müssen wir. Wir haben nicht einmal einen Esel oder ein Pferd. Wir werden den ganzen langen Weg zu Fuß gehen müssen. Bis nach Bethlehem werden wir viele Tage lang unterwegs sein. Wie soll das gehen? Josef, mach dir keine Sorgen. Wir werden das schon schaffen. Wir können ja langsam gehen und Pausen machen. Gott wird uns begleiten und helfen. Die beiden packten alles zusammen, was man für so eine Weiterreise braucht. Und gingen los. Maria und Josef sind jetzt schon viele Tage unterwegs und die Reise geht sehr langsam voran. Puh, ist das anstrengend. Mein Bauch und mein Rücken. Josef, ich glaube, ich brauche eine Pause. Ja, lass uns kurz ausruhen. Mir tun auch schon die Füße weh. Und es ist heute ganz besonders heiß. Wie lange wir wohl noch brauchen werden? Ich glaube, unser Kind mag nicht mehr lange warten. Heute Abend sind wir bestimmt in Bethlehem. Ich erkenne dieses Tal. Hier gibt es immer wieder Überfälle auf Karawanen. Aber wir sind nicht reich. Sie werden uns bestimmt in Ruhe lassen. Maria, wir haben es geschafft. Das ist Bethlehem. Wir sind am Ziel. Lass uns hier nachfragen, ob es ein Zimmer für uns gibt. Dann kannst du dich ausruhen. Guten Abend. Wir suchen ein Zimmer für mich und meine Frau. Leider habe ich kein Zimmer mehr frei. Durch diese Volkszählung gibt es so viele Reisende. Aber versucht es doch dort vorne, wo die Straße einen Knick macht. Dort gibt es eine große Herberge. Vielleicht habt ihr dort Glück. Danke. Komm, Maria. Das kleine Stück noch. Wo kommt ihr beiden denn jetzt noch her? Wir brauchen dringend eine Unterkunft. Meiner Frau geht es nicht gut. Das sehe ich, aber unsere Gästezimmer sind schon alle belegt. Ich kann euch einen Platz hier unten bei den Tieren anbieten. Das ist nicht so bequem wie oben, aber immerhin warm und ihr seid ungestört. Das wäre wunderbar. Josef, ich kann nicht weiter. Lass uns hier bleiben. In Ordnung. Wir bleiben. Ich zeige euch den Weg. Später bringe ich euch dann noch etwas zu essen und zu trinken und eine Decke für jeden. Wir haben es geschafft, Maria. Ruh dich ein bisschen aus. Ja, endlich sind wir da.
Aber ich fürchte, mit dem Ausruhen wird es nichts. Unser Kind will nicht länger warten. Maria hatte recht. In dieser Nacht gebar sie ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn in ein Tuch und Josef legte ihn vorsichtig in eine Futterkrippe. Dort war es schön warm und weich. Über ihnen leuchtete ein heller Stern. Im Morgengrauen kamen schon Hirten vom Feld. Wir haben einen Engel gesehen. Er hat uns gesagt, dass wir hier den neuen König finden. Wir haben euch Geschenke mitgebracht, Milch und Wolle für den Kleinen. Ich danke euch sehr. Und unser kleiner Jesus soll ein König sein? Das hat der Engel gesagt. Maria und Josef blieben noch einige Tage in der Herberge. Josef ließ sich mit seiner Familie eintragen. Maria und der kleine Jesus erholten sich noch von der anstrengenden Reise und der Geburt. Jede Nacht strahlte ein heller Stern besonders hell über dem Haus und eines Morgens kamen drei seltsam aussehende Männer an. Wer seid ihr denn? Wir sind Sterndeuter. Wir sind diesem hellen Stern gefolgt. In den Schriften steht, dass er die Geburt eines neuen Königs anzeigt. Der Stern hat uns hierher geführt und wir haben von den Hirten schon von deinem Sohn gehört. Oh, ich bringe euch zu ihm und meiner Frau. Die weisen Männer übergaben ihre Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Geschenke für einen König. Mein kleiner Prinz bist du sowieso. Ein König für alle, wir werden sehen. Schützten es mit Decken vor dem kalten Wind.